So, auf dem Weg zu unserem zweiten Trekkingplatz. Großer Wagen heißt der. Diesmal mit leichtem Gepäck, denn wir haben vorhin schon hier clevererweise das Auto kurz abgestellt und ausgeladen, so Zelt und die schweren Sachen. Schauen wir uns mal an, warum das großer Wagen heißt. Soll wohl was mit dem Sternbild zu tun haben, dass man die Sterne gut sehen kann. Mein Tipp ist eher großer Wagen, weil man die großen Wagen von der Bundesstraße sehr gut erhören kann. Der Wind auf, wird ganz schön stürmisch. Hier hinten sieht man den Campingplatz und auf der anderen Seite sieht es ganz schön düster aus. Ich hoffe mal, dass wir da nicht noch richtig ordentlich einen aufs Dach kriegen oder ein Gewitter. Stormchasing mit Zelt. Ja, interessant.